Wir sind zurück bei unserem Babylonian live auf Twitch bei WBS Junger Herde und mit euch, bei euch zu Hause an den Bildschirmen, an den Monitoren, an den Smartphones oder auch am Tablet. Würde mich tatsächlich mal interessieren, welche Geräte nutzt ihr eigentlich, um den Stream zu folgen, aber auch auf YouTube. Schaut ihr euch das auf dem Handy an? Ich bin ja ein bekennender Handy-YouTube-Anschauer. Tatsächlich. Aber man kann sich auch auf dem Fernseher angucken. Oder am PC. Oder doch auf dem Tablet. Was nutzt ihr da selbst für euch am liebsten? Babylon wird eine blühende Metropole. Das ist schön. Unsere erste Zehnerstadt. Ah, und wir haben dadurch die öffentliche Verwaltung fast schon fertig erforscht. Hervorragend. Großartig. Ja, und dann ziehen wir mal hier erstmal beim Japaner außenrum vorbei. Ich denke nicht, dass er uns denunziert offene Grenzen gewähren wird. Und wir schließen auch mal hier unsere eigenen Wale an. Nur für Forschungszwecke. Sollten damit jetzt auch noch einen Wohnraumpunkt wieder haben. Sehr schön. Prima. Hier haben wir auch Wale nochmal angeschlossen. Also Wale können wir jetzt tatsächlich verkaufen. Dann werden es jetzt Pferde als nächstes und hier ja, den Bauernhof noch. Damit haben wir jetzt Rapicum super aufgelevelt. Können gar nicht alle Gelände bewirtschaften, alle Geländefelder. Babylon, mehr Wohnraum haben wir uns gerade besorgt. Hier unten mehr Wohnraum sind wir dabei. Und wir können auch einen Handelsweg erstellen. Das geht in Babylon, finde ich, immer ganz schnell. Wobei wir da erstmal die Universität bauen. Könnten wir auch hier im Anschluss machen. Vielleicht tauschen wir auch dann Brot und Spiele hier mal aus, dass wir hier Brot und Spiele machen. Und die Stadt dann sich wieder auf die Produktion konzentrieren kann. Ich bin unschlüssig, wo wir den Händler produzieren werden. Die Wale können wir in der Tat verkaufen, aber die will gerade keiner haben. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. So, jetzt sollten wir mal schauen, dass wir mehr Annehmlichkeiten bekommen. Durch Zivilprestige oder Bedienstete und Allianzen machen. Und ihr schaut primär bei PC, Tablet, TV, Tablet, Tablet. Tatsächlich die meisten Tablet, PC und Handy. Okay, eine bunte Mischung. Alles klar. Was können wir uns jetzt holen? Einen weiteren Gouverneurstitel, warum nicht? Würde uns helfen. Museen können wir noch gar nicht bauen, haben noch keinen Theaterplatz. Merkantilismus sorgt dafür, dass wir Sägewerke auf Regenwald bauen können. Machen wir Mittelaltermärkte und schauen uns mal an, was es hier oben noch gibt. So, Einheiten wollen bewegt werden. Ja. Hier wollen wir ja bewusst keine Mine hinsetzen, weil dann ansonsten dieses Geländefeld weniger attraktiv wird. Kahokia-Hügel können wir, glaube ich, nicht auf Hügel bauen. Ne? Das ist sehr schade. Ich glaube, die kann man nur auf Ebenen bauen, die Hügel. Aber so ist das. Wale? Will jemand Wale haben? Nein. Will jemand Quecksilber haben? Nein. Schade. Wir hätten noch die Sachen wechseln können, ist egal. Wir bauen einfach weiter an den Mauern. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Verurteile niemanden, solange du nicht an seiner Schmiede standest und mit seinem Hammer gearbeitet hast. Okay. Bombarden und Musketenpikniere sind da. Wollen durch den Limes weiter Mauern bauen, alles klar. Hier nochmal. Und Schiffe versenken. Treffer versenkt. Hat sich nur unsichtbar gemacht. Wir erforschen als nächstes was?
Oh, das wird jetzt ja echt wild. Steigbügel-Kartografie dauert eigentlich noch zu lange. Steigbügel. Bekommen wir auch ein bisschen mehr Nahrung. Eine große Persönlichkeit hat sich zu uns verirrt. Ein Händler. Oh. Nochmal eine Handelswegkapazität. Das ist stark. Und fremde Handelswege bieten uns mehr Gold. Okay. Haben wir fremde Handelswege? Von Fes nach Rapicum. Da können wir auch den Händler einsetzen. Das ist doch gut. Machen wir sofort, Leute. Werden wir auflösen. Sollten jetzt dann entsprechend 2 Gold mehr bekommen. Schön. Und dann haben wir noch einen weiteren Handelsweg, den wir bauen können. Schleichen wir uns hier mal an den Grenzen entlang. Oh, hier geht es dann am Vulkan weiter. Gefährliches Terrain. Ja, du bleibst mal hier als Reparateur, würde ich vorschlagen. So, und hier können wir ja gar nicht mehr so viel jetzt machen. Die Bürger sind aktuell ganz okay verteilt. Demnächst hier ein Steinbruch. Und 7 Runden Kornspeicher. Und die Stadt wächst auch so langsam mal wieder. Schaut mal, Leute. Und zwar nur mit 25%. Aber es geht weiter nach oben. In 2 Runden könnten wir auch sogar beide Unterhaltungskomplexe mal gleichzeitig laufen lassen. Dass die Stadt hier mal wirklich was auch erwirtschaftet. Wir gehen mal hier zum Steinbruch hin. Und die Weide hier vorne werden wir über kurz oder lang auch anschließen können. Schaut mal, was ich hier sehe. Sympathisch. Ja. Spannend. Würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. Können wir eine Allianz mit ihr machen? Vielleicht eine militärische Allianz? Würde sie machen. Eine Militärallianz würde sagen, würde heißen, dass wir dann, wenn wir, ich glaube nur, wenn wir gleichzeitig einen Krieg haben mit ihr, gegen ihn, dann bekommen wir 5 mehr Kampfstärke. Was sollten wir sonst mit ihr machen für eine Allianz? So eine Forschungsallianz wäre auch cool. Nicht auf Stufe 1, aber auf Stufe 2. Sehen wir hier nicht, bekommt man Heurikas. Und Heurikas bedeuten immer, dass wir die Technologie geschenkt bekommen. Da brauchen wir aber Handelswege. Können aber von den Handelswegen her leider nur zu ihr einschicken, weil sie hier leider keinen Hafen gebaut haben, von Manaus aus. Und ich würde ja gerne einen Handelsweg nutzen, um unsere Allianzpunkte steigen zu lassen. So war es gerade mein Gedankengang. Und zu ihr könnten wir immerhin einen Handelsweg senden. Genau. Ich würde dann vorschlagen, auch wenn die militärische Allianz cool ist, machen wir lieber doch die Forschungsallianz. Sorgen dafür, dass wir so schnell wie möglich auf Stufe 2 kommen, indem wir da einen Händler hinschicken. Wir haben ja auch gerade einen Handelsweg dazu bekommen. Und haben dann alle 30 Runden mindestens ein Heureka. Wir machen mal eine Forschungsallianz mit ihr. Da ist sie.
Sterne stehen günstig. Oh, und? Ha. Deshalb hat unser diplomatischer Dienst jetzt einen Fortschritt gemacht, weil wir eine Allianz abgeschlossen haben. Okay. Gut. Diplomatischer Dienst ist hier vorne. Ja, das wird uns auch helfen. Können wir mit Peter auch eine Allianz machen? Ja, aber welche? Hat er eine Religion gegründet, der Peter? Ja, hat er. Dann würde ich keine religiöse Allianz mit ihm machen. Hat er viele Stadtstaaten als Suzerän? Gar nicht. Ansonsten wäre eine Handelsallianz ganz schick. Eine Wirtschaftsallianz, langfristig. Kulturell würde dafür sorgen, dass wir keinen Kulturdruck ausüben. Brauchen wir nicht. Militärische Allianz ginge noch. Aber er versteht sich gut mit Jaya. Ja, machen wir eine militärische Allianz. So. Hahaha. Ha, ha. Dann wollen wir als nächstes einen Handelsweg nach Möglichkeit zu Maya schicken. Durch potenzielles Feindesgebiet. Mal gucken. Jetzt können wir noch irgendwas einstellen hier, was sinnvoll ist. Nee. Also so ein, zwei Städte mehr hätte ich eigentlich schon ganz gerne. Ich weiß nicht, was ist eure präferierte Stadtgröße, wenn ihr Civ 6 selbst spielt? Ich persönlich bin immer eher eigentlich der Kleinbauer. Also mir reichen eigentlich auch 4 Städte. 4 deshalb, weil sich immer eine Annehmlichkeit, andersrum, ein Luxusgut auf 4 Städte verteilen kann. Und ich finde, dadurch kann man super gewaltige Städte produzieren. Und es ist für mich leichter, ich sag mal, im Management da den Blick zu behalten. Andere von euch spielen ja, glaube ich, ganz gerne mit vielen Städten. Weltreligion. Boah. Und Söldnerkompanien. Letztes Mal haben wir Option B für Produktion. Okay. Wird bestimmt jetzt wiederkommen. Ja, und Weltreligion. Ich glaube, es sind alle gegen die Maya. Weil da ja auch gerade ein militärischer Notfall läuft, deshalb stimme ich mal in die Richtung. Aber dafür investiere ich keine Gunst. So. Ach Gott, ist was ganz was anderes geworden. Also die orthodoxe Ostkirche, die wird stärker. Weil da 2 für gefehlt haben, okay. Und jetzt kann man sich günstig mit Glauben Einheiten kaufen, okay. Außer der Japaner, der will das genau nicht. Hat aber nicht geklappt. Produktion waren nur Jaya und ich. Die anderen haben offensichtlich schon ihren Regierungsplatz aufgelevelt, sodass sie den Glauben für Militäreinheiten ausgeben können. Kornspeicher fertig. Dann machen wir jetzt mal noch die brauchen wir die mittelalterlichen Mauern hier oben wirklich? Ach, ich glaube, wir brauchen die nicht. Lieber ein Händler. Wir wollen jetzt Händler haben. Hier unten haben wir jetzt die mittelalterlichen Mauern schon fertig. Wir haben auch etwas Glauben, aber wir haben noch nichts freigeschaltet, was es uns erlaubt, mit Glauben Einheiten zu kaufen. Wir können nichts kaufen mit unserem Glauben. Das geht, wenn wir hier den Regierungsplatz gebaut haben, mit passenden Gebäuden, dann ginge das für Landeinheiten. Ja, jetzt als nächstes dann Staudamm, würde ich sagen. Bauen wir hier mal einen Staudamm hin. Und dann könnten wir uns auch über weitere Bezirke Gedanken machen, wie zum Beispiel den Campusbezirk hier. Jetzt gehen wir mal hier mutig am Vulkan entlang.
auf die andere Seite. Wir suchen immer noch die letzte Zivilisation. Genau, mit der Kapelle des Großmeisters, glaube ich, heißt das Gebäude. Ich glaube, das heißt so, oder? Unterhaltungsbezirk sollte jetzt freigeschaltet werden beim Rundenwechsel. Da ist er auch. Hier ist er entstanden, sehr cool. Und ja, ich denke mir, wir boosten jetzt einmal die Stadt. Ach, wir können noch gar keinen Bezirk. Ah, wir können das noch gar nicht machen. Weil wir erst die Arena brauchen. Und warum kann ich die Arena nicht bauen? Weil ich in der falschen Stadt bin. Nein, wir können jetzt schon Brot und Spiele machen. Das sollte schon klappen, alles klar. Danke euch. War schon irritiert, dass man erst die Projekte machen kann mit einem Gebäude. Ich habe schon fast an mir gezweifelt. Brasilia. Oh, das ist aber hier ein spannendes Gelände. Hier kann man super viele tolle Campusbezirke bauen. Wenn es einem nicht stört, direkt an einen Vulkan anzugrenzen. Nochmal aussetzen. Noch eine Runde weiter. Das geht jetzt aber Schlag auf Schlag hier. Es will immer noch keiner unsere überzähligen Luxusgüter haben. Müssen wir hier was verkaufen? Eisen können wir verkaufen, oder? Will jemand Eisen haben? Ja, Peter. Wie viel nimmt er uns denn ab? Oh. So, ne? 40 nimmt er uns ab. Ne, 37. Ne, was? Jetzt haben wir noch 37? Egal. Wir haben ihm Eisen verkauft. Das ist doch auch schon mal eine gute Botschaft. Und wir horten unser Gold. Könnten bald mal wieder auf Shoppingtour gehen. Krass, dass wir jetzt so wohlhabend werden hier. Woher bekommen wir das ganze Gold? Eigentlich alles nur durch kluges Handeln. Schaut mal, wir sind 85 im Plus und 82 bekommen wir allein durch Vereinbarung. Krass. Hier kommen wir nicht durch, das ist aber ein blödes Terrain, um hier... Hier ist doch noch jemand, oder? Das ist jetzt aber jemand anderes. Wer kann denn das sein? Anhand der Farben kann man schwer sehen. Da bin ich jetzt ja mal auf euren Tipp gespannt. Ägypten? Immer noch Japan? Nee, Japan war so rötlich. Das ist nicht mehr rot hier. Der Popocatépetl. Hier bei uns, beim Titicaca-See. War das nicht so? Popocatépetl und Titicaca? Ich weiß nicht, ob die zusammenhängen, aber das wurde mir als Kind immer so verkauft, weil sich das so lustig sagt. Der ist erloschen durch uns. Ach, wir kommen hier nicht weiter. Wir haben noch einen Kontinent entdeckt. Das ist ja jetzt echt doof. Das ist auch ein Berg, ne? Wir müssen hier oben rumziehen, um die Berge herum. Wow. So schnell wird sich das Rätsel nicht auflösen. Uni ist da. Ein Hafen ginge. Wir können einen Hafen bauen. Hierhin boosten wir auch den Campus. Bauen mal einen Hafen hier vorne hin. Bevor wir den bauen, aber erstmal noch einen Händler. In zwei Runden können wir die Politikkarten wechseln. Dann können wir hier fast schon unsere Loyalitätskarten rausnehmen. Volle Loyalität in vier Runden.
Ja. Das gibt doch jetzt ganz gut Gas. Dann lassen wir die mal die nächsten drei Runden oder zwei Runden für Mari noch durchlaufen. Ich weiß nicht, bekommt man dann auch irgendwie so einen Abschlussbonus? 20 Loyalität geschenkt. Bräuchten wir nicht unbedingt. Moonraum wäre uns lieber. Der neue Kontinent habe ich jetzt so schnell weggeklickt. Wie hieß denn hier? Der Ur. Das ist Ur hier vorne. Alles klar. Der Ur-Kontinent. Bisschen enttäuschend, dass Face die ganzen Einheiten immer hier nur im Norden hin und her zieht und nicht mal hier zu unseren Gegner. War das schon ein Rundenwechsel? Ja, ne? Ist nichts Spannendes passiert. Wir können jetzt auch Marmor verkaufen. Den will aber auch keiner haben. Ah ne, es scheint doch noch kein Wechsel gewesen zu sein. Oder? Doch. Nein, vielleicht. Schlafen. Genau, also die versteckte Sith wird ein anderes Luxusset haben. Es ist ja mal so, dass pro Kontinent ein Set an Luxusgütern da ist. Und wenn wir uns gut verstehen mit der neuen Sith, dann können wir hier... Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. Gut handeln. So, weitere Politikkarten. Ja. Wir sind jetzt wieder bei 80%. Komplett loyal. Nächste Runde Kornspeicher da. Wohnraum, super. Das heißt aber auch... Können wir die Politikkarten jetzt rausnehmen? Wir nehmen die Politikkarten mal raus. Zur Not machen wir wieder das Projekt an. Mindestens die machen wir mal raus. Die können wir auch rausnehmen. Dann holen wir uns mal die Bediensteten. Gucken mal, dass wir noch Einheiten in unseren Städten hinstellen können. Was nehmen wir noch zusätzlich mit rein? Wir haben gesagt, tendenziell wäre vielleicht was mit Annehmlichkeiten ganz cool. Seefeldindustrie 12. 12 Gold ist auch viel. Einheiten verbessern müssen wir nicht. Theaterplätze haben wir noch keine gebaut. Etablierte Gouverneure mit 2 Beförderungen. Das wären die beiden. Könnten wir auch mal reinnehmen. Dann könnte die Stadt sogar begeistert sein. Ich will das mal ausprobieren. Die Karte habe ich so gut wie nie drin. Zivilprestige. Wir setzen uns mal für Zivilprestige ein und für Bedienstete. Und die Loyalität ignorieren wir jetzt mal komplett. So. Jetzt bin ich gespannt, was sich hier vielleicht geändert hat. Wir sind begeistert. Sind wir in allen Städten begeistert? Nicht ganz. Super, aber 20% auf alles... Das wird wiederum leider nicht gegengerechnet, gegen den minus 50% Wissenschaftsabzugmodifikator. Sehr schade. Aber hilft uns trotzdem. 8,8 haben wir immer noch. Ja, und wenn die Stadt jetzt weiter wächst, kann sie sich wahrscheinlich selbst helfen. Neuer Gouverneurstitel. Jetzt möchte ich gerne Liang einführen.
und wir schicken Liang nach Babylon. Sie kann dann hier durchaus auch noch, ich sag mal, Küstengeländefelder boosten mit ihrer Spezialfähigkeit. Können wir alles nutzen. Nächste Tech. Handelsrepublik könnte interessant sein. Aufklärung. Nimm mal den Merkantilismus. Wir haben ja durchaus etwas Dschungelgeländefelder. Ein Dschungelgeländefeld haben wir hier. Eins, das ist nicht so viel. Zweites bald da. Ich dachte, wir hätten mehr Dschungel. Ich hätte gedacht, wir können da mehr Sägewerke bauen. Ist aber gar nicht so. Lager werden noch geboostet. Da haben wir hier oben eins. Hier würden wir irgendwann ein zweites haben. Ah, das ist ein bisschen dünn für den Merkantilismus. Die Karten. Mäßig. Würden wir die Handelsrepublik einführen? Möglicherweise. Wir gehen mal auf die Handelsrepublik. Momentan haben wir die Monarchie. Bekommen dadurch ganz gut Einflusspunkte. Und das könnten wir uns als Vermächtnisbonus holen. Den Wohnraum für die Stadtmauern. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir Wohnraum durch die Stadtmauern momentan bekommen. Das hatte ich schon gar nicht mehr so im Blick. Eine Universität bitte. Sollte rechtzeitig fertig sein, vielleicht sogar dann, um das Schutzgebiet zu bauen. Jetzt haben wir gesagt, möchten wir gerne handeln mit unserem Partner. Das mache ich aber nicht von hier aus, sondern am liebsten von Mari aus, wenn das geht. Wir schauen mal, ob wir von Mari aus handeln können. Mit ihr hier. Das geht auf jeden Fall. Es geht. Es ist mir deshalb wichtig, das von Mari auszumachen, weil wir hier Pingala haben und der etwas unseren Abzug der Wissenschaft negiert. Wir bekommen dann minimal mehr davon. Mehr Wohnraum. Wir können an Peter wieder Eisen verkaufen. Nee. Weiter. Oh, wir machen schon wieder eine extra lange Folge, Leute. Aber wenn man einmal im Fluss drin ist, ist man im Fluss. So, Stadt verliert Loyalität hier unten 0,4. Ja, das ist aber nicht schlimm. In 4 Runden haben wir den nächsten Bürger und dann wird, glaube ich, die Stadt sich selbst helfen können. Campus reparieren. Schaut mal, Wohnraum ist auch überhaupt kein Problem mehr durch unsere Politikkarten. Allgemein zum Thema Wohnraum können wir sagen, dass wir ganz gut aufgestellt sind jetzt. Rapikum braucht mehr Wohnraum. Sind wir auch an der Spalte ganz gut. Warum sind denn alle Städte beschleunigt, nur nicht unsere Hauptstadt? Es kommt, glaube ich, durch unser Pantheon. Aber dass das Stadtwachstum dadurch nicht in der Hauptstadt ansteigt, das steht hier nicht. Auch gut zu wissen. Hätte ich nicht gedacht. So, Brot und Spiele einmal abgeschlossen. Kommt, wir haben zwar die Karte nicht drin, aber pro forma machen wir mal die Stadtmauern hier. Eine Arena könnten wir einrichten. In Ermangelung an anderen Alternativen tun wir das. Wohnraum. Die Stadt braucht Wohnraum. Arena bietet keinen Wohnraum.
Wir haben wir einen krummen Betrag in Rapikum für den Wohnraum? Ja, 8,5. Dann sollten wir noch einen Bauernhof bauen. Und den möchte ich gerne hierhin bauen. Weil wir den Feudalismus erforscht haben. Und der Feudalismus sorgt dafür, dass Bauernhöfe jetzt eine Nahrung durch zwei angrenzende Bauernhofmodernisierung bekommen. So, und hier haben wir jetzt dann zwei angrenzende. Der hat dann auch zwei angrenzende. Da bauen wir das mal dahin. Wir haben viel zu viel Geld auf der Hundekante. Hier kommt der Bauernhof hin. Damit jetzt immerhin ein Wohnraumpunkt mehr. Die Mauer wird uns nochmal einen Wohnraumpunkt geben. Das wird helfen. Ja. Die Karte drin für Garnisonseinheiten haben wir auch drin. Sollten wir auch nochmal umpuzzeln. Wir ziehen hier mal oben rum weiter. Schnell kommen wir hier auf die andere Seite vom Gebirge. Ja, sieht so aus. Und schaut mal, da sieht es nach einer Stadt-Stadt-Grenze aus. Ob das mein Lieblingsstadt-Stadt ist? Wer weiß.